Wir haben momentan einen sehr starken Nachfrageüberhang. Wir merken, dass es nicht schnell genug gelingt, die abgestimmten Flächen auch tatsächlich mit Wohnungen zu bestücken. Das heißt, der Wohnungsbau hinkt hinter dem her, was wir an Nachfrage haben. Und wir müssen gucken, dass wir von geplanten Flächen auch sehr schnell zu tatsächlichen Wohnungen kommen jetzt. Den Grünen, wir haben sehr lange natürlich demografische Perspektiven gehabt, die auf schrumpfende Einwohnerzahlen gesetzt haben. Und diese Zahlen waren auch durchaus gut belegt und wir merken jetzt seit einigen Jahren, dass wir eine komplette Trendwende zu verzeichnen haben und hier sich entsprechend wieder anzupassen, dauert eine Weile. Ich sehe aber, dass wir alle gemeinsam auf einem guten Weg sind, sehr zügig nun auch entsprechend aktiv in der Wohnraumbereitstellung tätig zu werden. Für uns ist ganz klar, dass Anschlussunterbringung die Aufgabe der Gemeinde ist und Regionalplanung muss dem Rechnung tragen, indem für jede Gemeinde auch entsprechend Bauleitplanung gemacht werden kann für die Menschen, die da an Anschlussunterbringung sind. Regionalplanerisch ist das ein Teil der Eigenentwicklung. Die Gemeinden haben hier freie Hand, geeigneten Wohnraum auch für zugewiesene Flüchtlinge ausweisen zu können. Man muss auf jeden Fall bei den Prinzipien einer sorgfältigen Stadtplanung bleiben. Übereilte Ausweisungen an falschen Standorten helfen jetzt niemandem weiter. Wir müssen hier langfristig auch die Entwicklung beobachten und Standorte entwickeln, die zukunftsfähig sind. Das heißt, dort, wo man bedarfsgerechten Wohnraum entwickeln kann, das heißt hier vor allem auch bezahlbaren Wohnraum. Das heißt auch, dass wir unsere Infrastruktur nicht weiter belasten. Wir haben hier einen klaren Flaschenhals in der Leistungsfähigkeit unserer Verkehrsträger. Darauf muss Rücksicht genommen werden. Und natürlich haben wir auch mit unserer Freiraumqualität einen ganz wichtigen Standortfaktor, den es langfristig zu sichern gilt. Wir müssen also hier gucken, bei klaren planerischen Prinzipien zu bleiben. Standorte sind identifiziert. Es muss jetzt darum gehen, diese guten Standorte, die abgestimmt sind, auch tatsächlich zu entwickeln. Das wird sehr stark davon abhängen, wie lange wir als Zuwanderungsregion attraktiv bleiben. Insofern weiß ich gar nicht, ob man auf eine Entschärfung hinarbeiten soll. Es ist gut, wenn Menschen in die Region Stuttgart wollen, die man hier auch langfristig braucht. Wir profitieren vom freien Markt, vom europäischen Binnenmarkt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Menschen, die wir hier brauchen, auch hier in die Region bringen können und dass wir ihnen alles zur Verfügung stellen, was sie für eine attraktive Lebensgestaltung brauchen.